Ach nein, das ist ein Troll. Scheiße. Okay, versuchen wir es mit dem Bogen. Ein Höhlentroll. Na komm schon. Ah, damn it. Der heilt sich ja so schnell wieder. Ich glaube. Ja, das ist. Na, spitze. Also, so schön die Position hier auch ist. Ich glaube, da kann ich mir einen Wolf schießen. Ja. Der regeneriert zu sehr. Okay, Schwert. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Komm hoch. Nein, komm hoch. Na, das ist ja auch lustig aus mit den beiden Pfeilen. Boah, der macht so übelst Schaden. Verdammt. Oh, der haut aber rein. Mann, haut der rein. Oh. Shit, 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 shit. Nicht sterben, nicht sterben, nicht. Lauf, 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 lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, verdammt nochmal. Oh nein, 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 nein. Jetzt bloß nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Okay, nützt nichts. Da hilft jetzt nur. Am besten. Nee. Warte. So. Genesungstrank. Und gleich ein Ambrosia hinterher. Okay, 44 und auf 24 gleichzeitig wieder gesunken. Okay. Ah, ja, ja, ich weiß. Es ist gut. Ich bin gerade mit einem Kampf. Und der regeneriert sich natürlich wieder voll. Shit. Oh Mann, der macht aber auch fiesen, verdammten fiesen Schaden. Das geht gar nicht. Ich muss mir was einfallen lassen. Okay, wir müssen Giftschaden mal ausprobieren. Aufs Schwert. Und ich muss noch einen Trank nehmen. Ja, 28%, spitze. Okay. Jawohl, jetzt hat er Giftschaden. Und jetzt können wir ihm besser eine reinzimmern. Na los schon. Okay. Wir haben ihn. Wow. Okay, jetzt die Frage, warum ist da ein Feuer oder beziehungsweise ist da ein Lager? Oh ja, er hat jemanden überrascht. Und es tut mir leid, ich muss alles mitnehmen. Und eigentlich, oh nein. Okay, es nützt nichts. Ich, ja, ich muss meine Gesundheit regenerieren. Das ist natürlich besonders schön, in einem blutigen Bett zu schlafen. Das macht den Schlaf besonders schlimm und garantiert nicht erholsam. Okay, ist aber noch immer noch dunkel. Nützt nichts. Boah, das war keine schöne Nacht. Aber was soll der Wanderer sagen, der da liegt? Okay. Jetzt ist die Frage, was ist das? Besten schnell speichern. Okay, das sind Krabben. Ach so, ja. Na gut. In dem Fall. Was ist denn da? Okay. Ach, da, Skelett. Jetzt sehe ich's. Okay. Das ist die Frage, wie gehen wir da jetzt vor? Kann ich nur versuchen, erstmal mit dem Bogen ihn zu erwischen? Erwachter Verlorener, okay. Ja, und schon ist er in Bewegung. Und wirklich erwacht. Oh, und es sind einige mehr als nur einer. Na, spitze. Ja, ausweichen. Komm schon. Ah. Jawohl. Ah, dammit. Jetzt hat er. Nein, jetzt kommen die anderen auch noch. Ich bin noch ausgewichen.
Pollen machen aber auch Schaden. Nein, 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 nein. Nicht. Lauf, 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 hoch mit dir. Oh. Ja, wenn man dann auch noch in der Hocke ist, geh weg, du blöde Möwe. Die geht wie ein Huhn, die Möwe. Na, Spitze. Es lebe das Schnellspeichern. Okay. Ich weiß aber jetzt, was mich erwartet. Jetzt ist die Frage, haben wir noch einen besseren Bogen? Wir haben schon den, der am meisten Schaden macht, ne? Haben wir irgendwas, was mehr schützt? Nicht wirklich. Doch, der Stahlharnisch, der hat ein bisschen mehr Rüstung. Als der Eisenharnisch, dann ziehe ich den jetzt eben nochmal an. Aber sonst haben wir auch nichts, was uns noch mehr schützen könnte, ne? Ach. Dann wäre vielleicht ganz gut. Nee, sonst haben wir da nichts, was uns irgendwie Vorteil verschaffen könnte. Höchstens noch mal versuchen, die Waffe zu vergiften. Und ansonsten würde ich sagen, erstmal wieder aus der Ferne anfangen. Mit dem Langbogen schon mal vorarbeiten. Der rennt aber auch gleich los. So aufs Geratewohl rennt der einfach so los. Obwohl der uns noch nicht wirklich entdeckt hat. Okay, das war wieder ein Treffer. Oh. Und ausweichen, ausweichen, ausweichen. Jawohl, ausgewichen, sehr schön. Sehr schön. Ah, oh, das dauert so lange, den down zu kriegen. Ach, verdammt, jetzt hat er uns voll getroffen. Aber wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Komm schon. Ja. Und damit wäre er schon mal hinüber. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die anderen down? Und wo sind sie vor allen Dingen? Warte mal, können wir vielleicht hier irgendwie einmal drumherum, durchs eiskalte Wasser sozusagen? Wo sind die denn? Ach, da. Da stehen sie. Aber die erwischen wir von hier aus nicht, ne? Ah doch, wir haben einen. Ja. Es sind aber immerhin noch drei, also. Haben wir noch einen angeschossen? Ja, das. Ach, verdammt. Komm, das hätte eigentlich ein Volltreffer sein müssen. Jetzt rennen die natürlich wie wild rum. Okay, der könnte jetzt einen Plan davon haben, wo wir sein könnten. Wir mal eben, wo er denn ist. Ne, jetzt ist er da wieder. Ach, verdammt. Hat man die einigermaßen anvisiert und dann rennen sie immer wieder los. Oh, noch ein Bogenschütze. Ja, natürlich. Gucke ich mal eben um die Ecke, da erwischt er mich natürlich voll mit dem Pfeil. Komm, das könnte doch klappen. Das ist doch gar nicht mehr so schlecht. Verdammt, aber die machen so saumäßig Schaden. Und wir sind schon mehr bei 30% mit dem Arkanistenfieber. Na toll. Dass die dann mal so zur Seite fliegen müssen.
Na? Nee, der sucht uns tatsächlich noch. Man hat die anvisiert und dann rennen sie mal eben so 2 Meter nach rechts oder nach links. So total planlos. Okay, der hat uns jetzt tatsächlich. Au, 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 au. Oh, oh. Oh, verdammt. Was für einen miesen Schaden der macht. Damn it. Okay. Auch Stahlpfeil. Nimm mich doch gerne mit. Och Mann, und wir waren gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, ich glaube, wir müssen auf was gehen, was ein bisschen mehr Schaden macht. Wir haben eben auch Stahlpfeile, auch wenn wir nur einen mehr Schaden haben, aber der zählt ja wohl jedes bisschen. Das war gar nicht mal so schlecht, verdammt. So, nochmal das Ganze. Ah. Von denen habe ich aber nicht so viel. Jetzt treffe ich noch nicht mal. Oh, da rennen so rum, wie die Schießbudenfiguren. Okay, den haben wir jetzt endlich mal. Den haben wir auch angeschossen. Ach, komm schon. Ja, der hat, jetzt hat er uns natürlich gesehen. Toll. Okay, den haben wir auch. Yo! Weißt du, lugst du einmal hinterm Felsen hervor und der hat mich sofort im Visier und schießt und trifft mich auch sofort. Wie kann das angehen? Okay, wie wär's mit... Ach, wir haben ja auch sowas. Krustenbrot und so. Mensch. Sollte ich lieber auf Lebensmittel gehen? Ah! Geduld geht das schon irgendwie. Ah. Ich komme mir vor wie auf dem Jahrmarkt hier. Oh Mensch. Das kann nicht angehen. Ja, jetzt haben wir auch mit einem Treffer gelandet. Nun bewegen wir uns natürlich auch in der Hocke nicht ganz so schnell. Und wenn wir anvisieren sowieso nicht. Och, ihr hättet voll treffen müssen. Jawohl. Komm, wenigstens den einen noch down kriegen. Den Bogenschützen. Den haben wir doch gleich, verdammt nochmal. Na toll. Aber mal ehrlich, der gleitet da wie auf Rollschuhen nach links und nach rechts. Oh, den haben wir jetzt. Gut, jetzt haben wir noch die anderen beiden. Ja, der auch. Dass die Rollschuhe unter haben, ist doch mies. Ach, komm schon. Okay, der rennt jetzt wieder los. Sollten wir schon aufs Schwert umschalten? Das ist die Frage. Ich glaube, die kommen uns hier gleich entgegen. Gut wäre aber noch ein bisschen Heilung. Und vielleicht etwas das Schwert trinken. Haben wir irgendwas zu vergiften? Gut wäre ja theoretisch Feuerschaden, weil die, glaube ich, da ganz... ja, okay, wir haben die Waffe ist schon vergiftet. Ah, damit. Am besten wäre man noch Feuerschaden bei den Skeletten oder bei den Verlorenen. Und Schnellspeichern auf jeden Fall. Jetzt, wo wir 2 schon mal down haben. Was wird's gerade nochmal mit?
So, ich darf ihn bloß nicht so dicht an mich rankommen lassen, dass er überhaupt zum Schlag ausholen kann. Das ist das Doofe. Weil er kann mich ja mit einem Schlag niederstrecken. Na, nein! Oh, wie kann das angehen? Mit einem Schlag. Was hat der für eine Waffe, verdammt nochmal? Und gut, dass wir gespeichert haben. Okay, dann vielleicht auch nochmal versuchen, den mit Pfeil und Bogen niederzukriegen. Ja, klar. Da, Rollschuhe auf dem Sand? Willst du mich verhundepiepeln? Der tänzelt da wie ein Balletttänzer nach links, nach rechts. So von wegen, oh nee, die schießt gerade auf mich. Das, dem kann ich ausweichen. Shit. Wir machen... Komm. Oh nein. Wir haben ihn doch gleich. Ja. Down. Okay, wir nehmen alles mit. Oh, wow. Okay. Das nehmen wir auch mit. Ih, die fressen die ihn schon auf, oder wie höre ich das? Ich glaube ja, ne? Aber da gibt es ja nichts mehr abzunagen von dem. So, da haben wir immer noch einen. Den müssen wir jetzt auch noch eben down kriegen. Komm schon. Jawohl. Komm schon. Wow. Nein. Und da sind Wölfe. Toll. Ich renne dahin, wo ich keinen Schutz finde. Nur noch mehr Ärger. Oh. Verdammt. Und meine Ausdauer ist hinüber. Ich will doch nur den... Ah, damn. Komm, wir haben ihn doch gleich. Nein. Komm schon. Komm schon. Der war doch mit Kopfschuss. Das muss doch eigentlich... Ja! Wir haben ihn. Wow. Ja, und wir sind zu schwer. Na, Spitze. Ach nö, komm. Toll. Hier, komm, den einen langen Bogen können wir wegschmeißen. Das Messer brauchen wir nicht. Und, die Hacke brauchen wir. Aber hier, dann nehmen wir... Machen wir das denn? Wir sind immer noch viel zu schwer. Gut, schmeißen wir eins von denen weg. Dass wir wenigstens dann laufen können. Die Ruine von Seeheim entdeckt. Oh Mann, hier ist auch einer gekreuzigt sogar. Was ist das hier, ey? Was ist mit den Menschen los hier? Oder mit den Leuten, mit der Bevölkerung hier los? Okay, nehmen wir mit. Hier ist auch alles verbrannt, niedergebrannt, was auch immer. Gesellenbuch Entropie. Ich auch gerne mit. Und, ach Gott. Da sind wieder irgendwie verbrannte oder zerstörte Bücher. Geld. Auf dem Schiff ist nichts. Das ist noch ein verlorener. Ja, die Pfeile nehme ich auf jeden Fall mit, den Rest. Ja, doch, das... Ja, und schon... Oh nein! Ist da noch irgendwas? Nee, ne? Warte mal, was schmeißen wir mal eben weg? Beziehungsweise, wir könnten das mal eben essen. Für unsere Gesundheit. Und da... Oh,
Eispranke. Komm, lass mich die... Wenn ich die jetzt... Nee. Wenn ich mich da jetzt hinquäle, dann habe ich da gleich wieder... Kann ich da mehr tragen. So, komm. Gleich Eispranke. Ach, es reicht nicht aus. Haben wir irgendwas zum Wegschmeißen? Verdammt. Nicht so wirklich. Ja, dann esse ich noch ein bisschen was. Davon kann ich auch nichts wegschmeißen hier. Warte mal, hier kommen die Vagabundenstiefel. Da gibt es sowieso nichts für. Okay, dass ich mich wenigstens so hier umgucken kann. Und dann werde ich wahrscheinlich zurück in die Stadt gehen. Und erstmal die ganzen Sachen verkaufen. Oh nein, was ist falsch hier mit den... Oh. Oh mein... Oh Mann, was ist mit den Leuten hier los, verdammt. Geld mit. Allgemeiner Seelenstein nehme ich natürlich auch gerne mit. Alles verbrannt. Und Mana-Trank. Schmieröl, okay. Ja, benötigt einen Schlüssel. Okay, können wir auch nicht knacken. Oh Mann. Mal ehrlich, was ist denn hier los? Da auch. Oh nee, also da, nee. Nein. Nimm ich nicht mit. Ganz bestimmt nicht. Kein Menschenfleisch. Tja. Okay, da ist... Ja, das können wir jetzt ja nicht mitnehmen. Aber da ist auch noch was. Das vielleicht nochmal eben hier entdecken. Was ist das? Meeresspalte entdeckt. Okay. Ja gut, dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich... das wird's Gras eben noch hier mitnehme. Was? Nur das Gras und ich trage schon zu viel? Na super. Jetzt ist die Frage, ich muss ja gar nicht laufen. Ich könnte es mal eben... Hier, die Pferdeflöte. Dann holen wir Wirbelsturm her. Ich hoffe nur, dass der dann... Wie macht man das denn? Benutzt man die einfach? Okay, wir haben Verbrauchsgegenstände. Oh, da ist er ja! Wirbelsturm! Oh, hi. Hi, mein Gutster. Jetzt ist nur die Frage, ist er nicht jetzt auch langsam? Nee, er kann ganz normal laufen, okay? Ja, dann mache ich das so, dass ich jetzt eben in die Stadt zurückreite, die Sachen verkaufe und dann sehen wir uns an der Stelle auch gleich wieder. Ja, das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Da müsst ihr den Weg nicht mitmachen und dann sehen wir uns dann da hinten wieder. Da ist ja noch einiges zu entdecken.